Ich bin glücklich, meine Kundin ist glücklich, denn ihre Couch ist wieder sauber und ich hatte ein perfektes Vorzeigebild, Vorzeigevideo für die heutige Putzshow. So. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast und dir die Zeit genommen hast um 21 Uhr an diesem verregneten Donnerstag. Aber das Gute ist, wenn es regnet, braucht man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man die Fenster nicht putzt. Genau, das war auch Thema die Tage bei mir. Und schaut mal, ich war shoppen. Ich trage das Motto auf der Brust, putzen macht Spaß. Glaubst du nicht, ist aber so. Und ich gehe, Grüße gehen raus an die liebe Gabi und an die Elke, ihr seid schon da, ich habe es gesehen, sehr schön. Und vielleicht sind ja auch hier Gruppe C aus Rede anwesend, Unterfranken, Hamburg. Wo kommt Uschi her? Wenn du da bist, melde dich mal. Dankeschön, Elke, dankeschön. Und ziehe ich jetzt jede Woche an. Ne? Finde ich, ja, sollte ich eigentlich auch bei Partys anziehen und bei Einzelpräsentationen, denn da war ich ja gestern mit der Ledercouch. Ist ein Thema bei euch, ganz klar. Ich habe in einer Woche mal 3 oder 4 Anfragen gehabt. Erzähl mir mal was zur Couchpflege. Wir wollen alle auf die Couch anscheinend und über den Sommer hinweg haben wir das so ein bisschen vor uns hergeschoben. Wir haben uns ja eher draußen aufgehalten, jetzt sind wir drinnen und diese Couch, die ich dir gleich im Video zeige, Paradebeispiel, eine weiße Ledercouch, yes! Ich habe es nur gesehen, habe gedacht, yes! Als ich schon am Telefon gesagt habe, jo, kriegen wir sauber, zeige ich dir gleich. Ja, guck mal, ich habe ihn schon mal dabei, unser Leder- und Polster-T-Shirt. Kommen wir aber erstmal zu den Fotos und Fragen der Woche. Und ich bin, das ist die Eingangstür, ihr seht, guck mal, da ist auch wieder der blaue Eimer. Das ist die Eingangstür von der lieben, was fehlt? Von der lieben Nancy, wo ich gestern war. Genau. Ihr seht schon, da knallt die Sonne drauf und Nancy lebt halt auf dem Land. Hinten sind die Kühe. Jetzt waren sie halt nicht auf der Weide, aber im Sommer. Und sie hat halt mit viel, viel Fliegen zu tun. Da habe ich auch an dich gelacht, liebe Anne. Du die Pferde, hier die Kühe. Und was man nicht so genau erkennen kann, nicht, na, ich zeige es gleich mal im Detail. Da ist lauter Fliegenkacke drauf, was aussieht, als ob einer mit so einem Fettpinsel gespritzt hat. Ich zeige dir mal das nächste Foto, denn da haben wir es dann schon sauber bekommen. Größte Schwierigkeit hier war bei dieser Sonne, die in dem Moment eingestrahlt ist und die Tür ist so matt, also wirklich auch rau. Das fing direkt an zu dampfen, als wir da mit Wasser und Intensivreiniger dran gegangen sind. Es ist sauber geworden. Ich zeige mal die Detailansicht. Guck mal, so sah das komplett bespritzelt aus. Ja, wie fett. Und dann, tada, Hexex. Schön. Also mit Intensivreiniger und natürlich der grünen Faser. Hier, er war im Einsatz. Unser grüner Handschuh. I love it. Schön. Die Sille ist auch mal pünktlich. Wir auch. So gerade noch. Nächste Fotos. Wir haben ja letzte Woche, ach so genau, das ist noch ein Findling von der, oh, so Sonne, Sabine. Erst habe ich gedacht, nein, das ist nichts von Gemaco. Guck mal, was da auf den Schildchen steht. Doch, Asbach uralt. Das sind Überzieher von, den gab es damals auch, ein Fußbadler. Kann man auf dem Foto nicht genug erkennen, aber das ist höchstens so 10, 15 cm lang, diese kleinen Dinger. Schätzchen, wirklich. Kannst dich glücklich schätzen, dass du die noch hast. Wie super. Und nächstes, ja, unser Tag der offenen Tür. Gabi, du warst da gewesen. Es war mega. Es war viel los. Wir hatten fast 200 Leute da. Zusammen mit 5 weiteren Vertriebspartnern haben wir halt das gesamte Sortiment aufgestellt. Hier seht ihr mal den Bereich, den ich zusammen mit meiner Kollegin Christine gestaltet habe. Das ist der Themenbereich Wohnen. Wir fangen mal links an, da haben wir viel mit Staub. Dann gehen wir rüber in die Leder- und Polsterpflege, rüber zu Tieren, die ja auch sich im Wohnbereich aufhalten. Und dann rechts noch das Thema Waschen. Was ja, letztes Mal ist 3 Jahre her, ist ja ein bisschen was dazugekommen. Fleckenpulver gab es damals noch nicht. Und auch
Aktivshampoo. Doch, das schon, aber in einer anderen Version. Ja, das. Und dann immer mit Beispielen. Wir hatten Brillen da liegen. Um das Brillenputztuch auszuprobieren, kann man natürlich auch in der eigenen Brille. Aber auch mal so Anwendungshinweise. Beispiele. Dann haben wir noch, was habe ich noch fotografiert? Naja, Christine fotografiert. Das ist Küche. Und hier vorne, ja, das ist ein Blätterteig im Original. Aber auch da wieder Anwenderbeispiele. Warum brauche ich die Küchenseife? Da seht ihr es von Zwiebeln und Knoblauch. Wo kommt der Küchenhygienereiniger zum Einsatz? Es durfte alles angefasst werden. Und wir haben noch was. Ja, da ist ein bisschen viel los gewesen. Also, was sagte heute eine Kundin? Ach Katrin, erst wollte ich kommen, dann kam uns was dazwischen. Danach habe ich gesehen, was sie alles gemacht haben. Und ich gedacht, oh, wärst du doch mal lieber gekommen. Aber in einer Stunde wären wir nicht durch gewesen. Das ist mal so Video, Fenster. Wohnen, genau, dann haben wir natürlich noch die Fußmatten, einmal Schnelldurchlauf mit Bodenbelägen, um zu sehen, was ist. Wir hatten noch ganz tolle Tagesangebote für unsere Kunden hinterlegt und, genau, Küche, jetzt kam glaube ich nach Bad. Ah, Bad habe ich auch gemacht. Ja, original Waschbecken, wusste man direkt, was los ist. Und dieser kleine Flitzer gehört zum Thema Auto. Ganz viele Beispiele auch noch zum Sprudelbutler. Ja, der ist auch gut bestellt worden, weil die Kunden halt alle ausprobieren konnten. Vielen Dank für alle, die da gewesen sind. Es wird eine Wiederholung geben, auf jeden Fall. Und ich überlege mir noch eine Alternative für dich da draußen, die halt nicht in der Nähe von Hennef wohnt. Ja, ich meine, ihr habt mich alle hier über YouTube gefunden, größtenteils. Ich lasse mir noch was einfallen. Ist noch, das Thema ist noch nicht ganz durch. Irgendwie müssen wir so einen Tag der offenen Tür auch online hinkriegen. Kriegen wir hin. Dann noch drei Fragen. Zwei kann ich beantworten, denn die kamen vor 2 Wochen in der Putzshow. Da ging es darum, Fugen, Zementfugen, wie darf ich die reinigen? Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich gedacht habe, naja, aber in Fugenmasse ist ja immer Zement drinnen anteilig. Aber ganz klar heißen die auch Zementfugen, aber sie werden genauso gereinigt wie Fugen, wie man sie halt kennt. Und wichtig ist, da habe ich dann nochmal mit telefoniert, die sind ja nicht immer säurebeständig, deswegen viel vorwässern. Wenn du also in deinem Badezimmer die Fugen reinigen möchtest, viel Wasser, vorwässern, 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 damit die schon mal ein bisschen sich aufsaugen mit Wasser, dann den Reiniger immer auf die Faser geben, nicht pur aufsprühen und dann reinigen. Zementfugen, check. Und wenig Einwirkzeit. Und Kupferbecher, ein Kupferbecher. Und das ist ein Deko-Element und dann, klar, den kriegen wir wieder glänzend, dann ist aber so ein Kupferbecher, hat keine Patina mehr, den bekommt man weg mit Sanitärreiniger. Will man das, dass er halt nicht mehr gebraucht aussieht, sondern wieder ganz neu? Ich meine, das macht ja so einen alten Kupferbecher aus. Ansonsten abstauben. Also da überlegen, soll die Patina weg. Und die Susanne hat mir heute noch geschrieben, weil sie es nicht zur Putzshow schafft, darf ich auch mit dem Ledernpolster Aktivschaum auf den Teppich? Ja, das geht. Sind es alte Flecken? Ausprobieren. Ich meine, wenn ein älterer Flecken ist, der natürlich auch schon bearbeitet worden ist, dann ist der natürlich jedes Mal, wenn du da drangegangen bist, weiter in die Faser eingedrungen, dann ist es auch schwierig, mit Gemaco das Ganze wieder sauber zu kriegen. Ausprobieren. Das waren die Fragen und Fotos der Woche. So, ich überlege auch, ob ich Merchandising aufmache hier. Ich habe auch heute die Gemaco-Ohrringe angezogen. Ganz im Zeichen des Schmetterlings. Ledercouch. Gleich vorweg, wir reden hier über Glattledercouch. Und das Schmückchen, Schmuckstückchen, was ihr jetzt seht, das hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und da habe ich auch mit der Kundin vereinbart, mit der Kundin auch bei der Reinigung etwas abgeändert. Aber wie es auf einfachsten geht, das zeige ich dir jetzt mal hier. Diese schöne weiße Ledercouch hat ganz alltägliche Verschmutzung. Staub, fettige Stellen vom Kopf anlehnen. Hier wurde was verschüttet. Ich habe mich für den gelben Handschuh entschieden. Den habe ich nass gemacht und darauf direkt den Reiniger gesprüht. Damit kann ich wunderbar umgreifen und komme auch an die schwierigen Stellen heran. Jetzt heißt es trocknen lassen. Nachdem die Couch getrocknet ist, nehme ich die Lederpflege mit dem passenden Lederpflegetuch. Aufsprühen und damit pflege ich jetzt die Couch. Fertig!
Viel Spaß bei der Reinigung von deiner Ledercouch. So einfach geht's. Und diese Produkte habe ich benutzt für die Lederreinigung. Und ganz wichtig, es heißt Lederreinigung und Lederpflege. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einem Kunden schon mal etwas mitgegeben worden ist bei dem Kauf der Couch, was eine reine Lederpflege ist. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Kur für die Haare. Die packe ich auch bitte erst drauf, wenn die Haare gewaschen worden sind. Deswegen erst reinigen, dann pflegen. Ohne ihn geht's nicht. Wir fangen an. Product Number One. Unseren Leder- und Polster-Aktivschaum. So sieht er aus. Ja, er darf tatsächlich auf beides drauf, sowohl auf Leder als auch auf Polster. Und was ich jetzt auch gelernt habe in Rede bei Gemaco, es ist sogar möglich, gar nicht mehr die Faser nass zu machen, sondern direkt auf die trockene Faser zu sprühen. Geht, dank Osmosewasser, was da mit drin ist. Ich bin noch gewohnt, immer noch nass zu machen. Schadet nichts. Geht aber. Und ja, auch auf Teppiche. Dann habe ich verwendet, bum, bum, bum. Ja, und jetzt wird schon Marco sagen, Katrin, wieso hast du den gelben Handschuh genommen? Sag ich was zu. Die Kundin selber mag den grünen Handschuh wahnsinnig gerne. Und in dem Set, was ich dir gleich noch vorstelle, es gibt so ein Gesamtset, unser Wohnset Leder, da ist ein Tuch drinnen. Auch das funktioniert, weil es die gleiche Faser ist. In dem Fall aber, der Handschuh war ohnehin schon nass. Die Kundin hat es ausprobiert mit dem Tuch, sagte nein, Handschuh ist besser. Ich bin ja auch der Handschuhliebhaber. Also es ist auch möglich mit der gelben Faser, mit dem Handschuh. Ich komme halt wunderbar in die Ritzen rein. Ne? Ihr wisst, hinten anlehnen und so kann ich mit dem Handschuh wunderbar machen. Anschließend, wir pflegen ja das Ganze, kam unsere Lederpflege. So, Lederpflege ist wie eine Pflegelotion, ist eine Pflegelotion, auch von der Konsistenz her, wird trotzdem gesprüht. Und Carnauba-Wachs und Jojobaöl ist da drinnen. Ich muss, genau, und bam, 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 bam. Was für ein Wachs? Habe ich es falsch ausgesprochen? Keine Ahnung. Knauber-Mitarbeiter drin verarbeitet oder was? Carnauba-Wachs. Carnauba-Wachs. Ja Gott, so oft hat man das Wort auch nicht mit Kreuzworträtsel. Carnauba-Wachs. Und der Vorteil ist, ein Derivat von dem Jojobaöl, das saugt also auf später für das Fett, also damit die Ledercouch wieder gepflegt ist. Was putzen wir am meisten? Unsere Lederschuhe. Machen wir sauber und danach richtig fett. Wir tragen das Ganze auf mit dem Lederpflegetuch. Das ist super weich, ist komplett nahtfrei, um halt auch, ne, das ist also nahtfrei gewebt für die empfindliche Oberfläche. Ich finde das nur so lustig, weil so eine Ledercouch, weißt du, da flehst du dich drauf mit der Jeans, gilt aber als empfindliche Oberfläche. Deswegen Lederpflegetuch. Außerdem, das Tuch saugt auch nicht so viel auf. Macht ja auch Sinn, weil wir wollen die Pflege ja auf der Couch haben und nicht auf, in dem Tuch drin. Nicht vergessen, wenn du alles einzeln kaufst, weil du sagst, komm hier, Polster-Aktivschaum habe ich schon, ich brauche nur noch die Pflege, immer dran denken mit der Pumpe. Na, wir wollen ja sparsam sein und bitte immer auf die Faser sprühen. So, das ist jetzt das, was ich sagte. Ja, mach mal was anderes hier, als du gesagt. So, es gibt das Ganze als Set. Wohnset-Leder. Da ist halt die gelbe Faser als Tuch drin. Das Lederpflegetuch. Beide Lederpflege und Leder- und Polster-Aktivschaum und natürlich zwei Pumpen. Ich sage euch gleich, meine Kundin hat gestern gesagt, komm Katrin, ich nehme das ganze Set mit dem Tuch da drin, putze ich Staub, aber den Handschuh nehme ich extra. Das geht natürlich auch, ja, weil es fällt ja nicht durch. Tücher kann man nicht genug haben. Und es kam auch die Frage auf, als ich das heute gepostet habe, dass wir über die Ledercouch reden, darf ich auch mit der grünen Faser putzen? Wir gehen immer auf die andere Kamera. So. Mit der grünen Faser heißt also mit dem grünen Handschuh. Geht, ja. Der Vorteil, oder ja doch, der ganz klare Vorteil von der grünen Faser, ob jetzt Handschuh oder Tuch, ist fettliebend. Das heißt, wenn du nass mit der grünen Faser deine Ledercouch reinigst, entziehst du automatisch Fett. Ist es eine sehr alte Couch? In dem Fall ist es so.
dann war da sowieso schon überall Hautfett, da wo die Hände mal liegen, wo der Kopf angelehnt ist. Das haben wir also alles schön runterbekommen. Und ja, wir haben es auch mit der grünen Faser probiert, aber dann muss natürlich noch mehr Pflege nachher hinterher und gegebenenfalls auch in einem zweiten Schritt nochmal hinterher. Es ist möglich, aber denkt bitte dran, Pflege, Pflege, Pflege. Also nur reinigen ist nicht. Bin ich gegen, machen wir nicht. Gut, das waren die Produkte. Puh, Fragen bis hierhin. Toll, ich sag ja nur, es ist, ach genau, dann habe ich gefragt heute, was glaubst du eigentlich, wie lange das gedauert hat, wie lange du brauchst? Die schönste Antwort kam aus der Familie. Keine Ahnung, aber gutes Thema, meine Couch hätte es mal lieber wieder nötig. Schwesterherz, genau. Meine Schwester nimmt meine Videos immer so zum Anlass. Zu Hause, hat sie recht, könnte ich auch nochmal machen. Dann kam eine Antwort, eine Stunde, 45 Minuten für so eine normale Eckcouch. Ja, irgendjemand hatte jetzt letztens unter dem Video geschrieben, naja, das ist doch nie 90 Sekunden gereinigt. Nein, natürlich nicht. Es ist in 90 Sekunden erklärt. Aber so ein Reinigungsvorgang kommt natürlich immer auf die Verschmutzung an. Gehst du einmal drüber, zweimal drüber oder dreimal drüber. Aber ich denke mal so, 45 bis 60 Minuten, finde ich, habt ihr schon sehr gut eingeschätzt, brauche ich, und wir haben keine Ledercouch, sondern eine Polstercouch, brauche ich auch. Aber dann ist sie aber auch wirklich, dann ist auch erstmal wieder Ruhe. Dann können wir uns wieder draufflitzen. Sehr schön! Also, ich hoffe, ich habe dich jetzt motiviert, ins Wohnzimmer zu laufen, erstmal zum Putzschrank die Sachen zu holen und dann zu denken, Mist, habe ich nicht, bestelle ich mal lieber bei der Katrin. Das geht nämlich auch. Und zwar unter einfachsauber24.de. An dieser Stelle, bitte, ich kündige schon mal an. In fünf Wochen ist Weihnachten. Und die letzten Jahre habe ich immer die Erfahrung gemacht, ihr wollt über die Feiertage putzen, tatsächlich, macht ihr irgendwie jeder. Denkt bitte rechtzeitig dran, die Sachen noch zu bestellen, die dir fehlen. Wir haben schon gehabt, dass die erst Silvester angekommen sind. Dann ist natürlich Weihnachten vorbei. Weitere Fragen oder Fotos schickt sie mir gerne auf unsere Seite oder auch gerne hier per WhatsApp. WhatsApp Business. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, die Unterfrankener melden sich mal. Naja, die gucken sie jetzt im Nachhinein die Sendung an, denken, Mist, hätte ich doch mal geguckt, dann hätte ich der Katrin was schreiben können. Die glauben mir nicht, dass ich live bin. Ist aber so. Nächste Woche, Donnerstag um 21 Uhr mit meiner Putzshow, bin ich dann wieder live. Und dann gibt es ein neues Putzthema. Zwei stehen zur Auswahl. Mal gucken, ob ich euch wieder abstimmen lasse. Was? Beim Polstersofa einfach die Lederpflege weglassen. Richtig, genau. Hast du die Hälfte der Zeit gespart. Naja, aber was ist der Nachteil einer Polstercouch? Wenn du die nass reinigst, jetzt habe ich schon gesagt, die ist nass. Du kannst dich nicht direkt wieder draufsetzen. Die Ledercouch kriegt man viel schneller trocken. Kann man abledern. Du Witzbold, die Ledercouch kann man abledern. Aus dem Off hier wieder die Stimme. Ja, also Polster, jetzt geht's gut, weil wir jetzt den Kamin auch wieder anhaben. Dann ist es immer hier sehr warm und dann trocknet das weg. Aber das ist halt der Nachteil der Polstercouch, die ist erstmal nass. Genauso wie im Auto. Ihr Lieben, wenn ihr eure Autopolstersitze sauber machen wollt, macht es abends, damit es schön über Nacht trocknen kann. Aber jetzt ist auch kacke. Aber nicht im Winter, dann friert. Im Winter friert es. Funktioniert auch nicht. Bei uns funktioniert auch nicht. Also, wenn du bei mir in der Nähe wohnst und hast einen hellen Teppich, ne, und Flecken drauf, sag mir Bescheid, ich komme rum. Teppich rein und kommt, ist auch ein starkes Thema. War ja heute wieder Frage. Sind wir durch? Ich gönnt ja noch, ne? Ich bleib einfach mal hier stehen. Nee, ich hab noch. Und ich wollte euch noch von Rede erzählen, wo ich bei Jumaco gewesen bin. Wo? Wo? Die Unterfrankener, die hauen ja überall das Wo rein. Das ist in auch Rede mal. Warst du. In Rede war ich. In Rede bei Jumaco. Hab mich weitergebildet für euch und ganz oft die Kamera drauf gehalten. Ich meine, die kennen mich jetzt auch langsam da. Die dürften wissen, dass ich immer die Kamera drauf halte. Aber es wäre zu viel gewesen für heute. Darüber berichte ich dann nächste Woche in der Putzshow. Ja, war schön. War wieder nach Hause kommen. Jetzt höre ich aber auf. Oder? Dirk sagt schon, komm, Ende. Hörst du es? Unsere Couch ruft uns auch schon. Deswegen nächste Woche bitte wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Putzen, denn Putzen macht Spaß und bleib gesund.
Bis nächst. Ach. Frage Adventskalender. Oh. Ja. Ein Wort nur. Wer hat's geschrieben, Martine? Elke. Elke. Elke, ja. Also, die sind alle, fast alle gepackt. Alle gepackt. Der Keller ist voll. Der Keller ist voll. Und dann kam ja noch der Tag der offenen Tür. Ich sag mal so, da unten war Chaos pur. Ich habe jetzt wieder den Überblick. Aber mir fehlt noch ein Türchen. Und wenn ich das alles fertig habe, geht's raus. Also Ziel ist, dass die Anfang der Woche alle verschickt werden, die Adventskalender. Ich mache nur jetzt noch keine Fotos darüber, weil ich will euch ja überraschen. Ist ja Blödsinn, wenn ihr jetzt schon ein Foto siehst bei mir im Status oder auf Instagram und siehst, ah, so sieht er aus, dann wäre so dieser Aha-Effekt weg. Ja, also fast fertig. Aber ich, um nur so viel zu verraten, es lohnt sich zu warten. Und Elke gerade, ich hoffe auf Fotos, ne? Alle, die einen Adventskalender bestellt haben, bitte schickt mir ein Foto, wenn ihr den irgendwo schön drapiert habt. So, ich sag mal so, eine Wand, drei Meter, nein. So, ihr kriegt das schon. Aber gut, dass du nochmal gefragt hast. Gut, jetzt bin ich aber raus. Also, bleibt gesund, wir sehen uns nächste Woche wieder. Eure Katrin. Ciao, ciao.